Da kommt etwas auf uns zu, was meilenweit von allen guten Werten der Verfassung entfernt ist. Wo wir uns bewegen, werden wir von Kameras aufgenommen. Datenkontrolleure im Staatsauftrag durchwühlen unsere Festplatten. Unsere Telefongespräche werden dokumentiert. Alles im Namen des Kampfes gegen den Terror. Das sind aber Dinge, über die darf man nicht diskutieren. Die muss man einfach machen. Aber das hat niemand vor, einen Überwachungsstaat in Deutschland zu errichten. Genau das hatte Schäuble immer ausgeschlossen. Wortbruch auch bei den Mautdaten, die Schäuble entgegen aller Versprechungen jetzt auch zu Fahndungszwecken verwenden. Und durch ein hinreichendes Maß an uninformierter Aufgeregtheit in Deutschland nur auszeichnen. Null Toleranz bei innerer Sicherheit. Auch auf den Computer Zugriff zu haben, dafür braucht man eine Rechtsgrundlage. Bisher hat man es ohne gemacht. Deshalb findet natürlich auch die Meinungsfreiheit dort ihre Grenzen, wo unsere Grundrechte, also die Grundrechte auch einzelner, anderer, in Frage gestellt werden. Sicherheit statt Freiheit? Ob Rasterfahndung oder Telefonüberwachung? Ob der geplante Abschuss von Passagiermaschinen bei Terrorangriffen oder der große Lauschangriff? Verfassungswidrig lautete das Urteil aus Karlsruhe. Diejenigen, die sagen, Guantanamo ist nicht die richtige Lösung, müssen bereit sein, darüber nachzudenken, was die bessere Lösung ist. Aber es hat niemand vor, einen Überwachungsstaat in Deutschland zu errichten. Die beiden Schriftsteller Juli C. und Ilja Trojanow schlagen jetzt in ihrem neuen Buch Alarm. Sie fordern, dass wir uns endlich wehren und dem ewigen Gerede von Sicherheitsmaximierung gegen Terrorismusgefahr nicht glauben. Wir hören ja ständig, dass uns alle möglichen Bedrohungen gegenüberstehen. Wie oft schon Terroristen hier zuschlagen wollen. Angst vor Terroranschlägen. Wie in Madrid vor 3 Jahren. Die beiden Bomben, die vor gut einem Jahr in 2 Regionalzügen explodieren sollten. Heute haben wir es mehr mit dem sogenannten Homegrown Terrorism zu tun. Ich kann nicht versprechen, dass wir nicht demnächst wieder einen solchen Anschlagsversuch haben werden. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich lache inzwischen, wenn ich dieses Winken mit dem Horrorszenario in der Presse höre.